Hallo, ihr Lieben. Patrick hat sich ein paar Gedanken heute gemacht, hat ein Gedicht verfasst und möchte es euch nun vortragen. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch und vielleicht hinterlasst ihr auch einen Kommentar. So, dann kannst du loslegen. Hallo. Also, von Müll, wohin man sieht. Geschrieben von Patrick Popozinski, also von mir, am 24.06.23. Auf meiner Reise, was ich so sehe, das tut mir in der Seele weh. Achtlos wirft der Mensch sein Dreck, ohne zu denken, einfach weg. Einfach so wirft er es hin, ich erkenne nicht den Sinn. Der Müll liegt oft schon überall, auf Berge, Täler, Wasserfall. Egal wohin ich heute auch gehe, ich den Müll ganz deutlich sehe. Niemand stört sich arg daran, sodass er ihn auch mitnehmen kann. Niemand fühlt sich pflichtbewusst, obwohl man sieht, dass die Welt verschmutzt. Es tut mir in der Seele weh, was ich so auf Reisen sehe. Der Mensch fährt oft an schöne Seen, hunderte Kilometer, um sie zu sehen, bringt sein Müll oft selber hin, doch ihn entsorgen ist oft nicht drin. Er schmeißt ihn achtlos einfach fort, auf den Boden, hier und dort. Jeder läuft daran vorbei, als wenn es das Schönste auf Erden sei. Meine Reise in die Natur, es ist ein Urlaub, es ist Ruhe. Es ist das Schönste dieser Welt. Die Natur ist gratis, sie kostet kein Geld. Sie ist so wertvoll, so voller Kraft. Sie heilt Krankheiten, was der Mensch nicht schafft. Ihre Früchte, Pflanzen, Samen ernähren uns in Gottes Namen. Jedes Kraut, egal wie klein, könnte deine Heilung sein. Doch ich schweife ab, es geht um Dreck, den ihr als Menschen oft schmeißt weg. Es ist so super und wunderschön, als könnte man sich an Müll gewöhnen. Es macht mich traurig, was ich so sehe, egal wohin ich heute auch gehe. Plastik, Kippen, McDonalds-Dreck schmeißt ihr einfach achtlos weg. Es fliegt umher, liegt hier und dort, es liegt an deinem Urlaubsort. Es liegt sogar vor deiner Tür, doch fehlt euch leider das Gespür. Was ist nur mit euch passiert, dass ihr als Menschen das nicht kapiert? Ihr schadet nicht nur der Natur, sondern euren Kindern nur. Denn sie sind Erbe, das nächste Leben. Wird es dann die Natur noch geben? Auch Kippenstummel milliardenfach tritt der Mensch auf den Boden flach. Sogar an Orte so abgelegen, wo wirklich nur die Trolle leben. Find ich Müll von Menschenhand, ohne Sinn oder Verstand. An den schönsten Orten hier auf Erden liegt sogar der Müll auf Bergen. Ein jeder schmeißt ihn achtlos hin, egal wie weit ich abseits bin. Schöne Orte, sie verkommen, denn Müll wird oft nicht mitgenommen. Er bleibt da liegen, weil es keinem stört, weil er meist auch keinem gehört. Was ist nur mit euch geschehen? Der kluge Mensch, der kann es sehen. Doch sind die meisten wohl nur dumm, darum liegt auch Müll herum. Norwegen war das schönste Land, was ich bis jetzt auf Reisen fand. Die Menschen dort, auch freundlich nett, hinterlassen nicht mehr so viel Dreck. Sie sind bewusster mit Garten Eden, da sie bewusster davon leben. Es ist nicht so viel zu sehen, obwohl sie auch mit Dreck umgehen. Drum frage ich mich, wie kann das sein? Was bringt der Dreck dem Menschen ein, der so achtlos rumliegt hier und da? Als ist es einfach wunderbar. Ihn zu sehen, wo ich auch bin, ich verstehe nicht den Sinn. Müll, auf den ihr gerne schaut und auch eure Zukunft baut. Traurig ist, dass es kein stört, doch der Müll dem Mensch gehört. Denn die Natur ist, wie ich finde, unsere Mutter und wir das Kind. Drum kümmert euch um Garten Eden, sie schenkt euch Nahrung, Wasser, Leben. Wir haben nur diese eine Erde, sie ist unser Kindererbe. Dankeschön.